meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Vlog. Ja, ich werde euch heute wieder ein bisschen mitnehmen, werde euch die Baustelle unten zeigen. Wir sind schon wieder ein bisschen, ja, näher unserem Ziel gekommen sozusagen. Und wir werden heute zusammen die Möbel bestellen. Also ich freue mich schon mega drauf. Aber zuerst mache ich den Jungs unten, die arbeiten, ein paar Brote, weil die haben jetzt einen Hunger bekommen. Und danach werde ich mit Papa das nochmal ausmessen. So eine grobe Skizze, wie wir die Möbel hinstellen wollen, haben wir schon in unserem Kopf. Aber ob das so umsetzbar ist, das werde ich euch dann zeigen. Und dann bestellen wir die Möbel. Ich freue mich schon mega. Und ja, somit kommen wir unserem Ziel noch ein bisschen näher. Und ja, aber erstmal Brote machen. So, die Brote schauen so aus und ich werde sie jetzt gleich runterbringen und dafür, ja, wie ihr seht, bräuchte es einen. Der Pief ist jetzt auch zum Essen vorgekommen. Ja, ja, wenn es ums Essen geht, dann ist der Pief sofort da. Ja, Pief ist auch zum Snacken da. So ist der aktuelle Zustand hier. Schaut mal, also ich zeige es euch mal von der anderen Seite. Also dieses Abstellräumchen ist komplett fertig, also außer hier die Tür. Das muss noch gemacht werden und das Fenster, aber die Fensterbank, das kommt nicht mit Drehgips, Schatz, oder? Hm? Die Fensterbank wird nicht mit Drehgips gemacht, oder? Nein, da kommt eine Granitplatte. Genau, dann hier, das wird dann auch noch schön bespachtelt, weil diese runde Dinge kann man natürlich auch kein Drehgips hergeben. Papa wartet schon auf mich, das blendet ein bisschen auf jeden Fall. Hier sind dann die Elektro- für Lichtschalter oder für was ist das? Das ist eine Dose. Eine Dose. Okay, ich kenne mich aus. Ihr seht das schon. Auf jeden Fall, schaut mal, Michelles Zimmer ist eigentlich schon fast fertig. Also alle Wände sind schon. Und wir haben auch schon Löcher freigelassen. Hier kommt dann nämlich die Beleuchtung. So Spotbeleuchtung ist das Beste für hier. Und hier kommt dann, ja, hier kommt auf jeden Fall der Schreibtisch hin, das haben wir schon festgesetzt. So ein bisschen einen groben Plan haben wir uns schon gemacht, wie wir die Sachen hinstellen werden. Aber hast du dein Maßband geholt? Du bist vorbereitet, nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt alles hier nochmal genau ausmessen, weil wir haben schon mal ausgemessen, aber jetzt kommt es halt auf das richtige Ausmessen drauf an, weil durch die Rigipswände hat sich natürlich alles ein bisschen verändert. Und da wollen wir nämlich einen Schrank herstellen. 1,70 Meter mit Putz und Farbe und dann 1,68 Meter und 1,67 Meter. Okay. Beim Schrank ist es nämlich wichtig. Und die Breite ist jetzt 76. Okay. Sag mal lieber 74. Okay. Wenn ein bisschen kleiner ist, ist es ja auch noch besser, oder? Okay, das ist auf jeden Fall das Wichtigste und das. Und dann. Von hier dann. Wieso? Ist der Schrank? Das ist ja der Schrank. Achso, ja. Oben bitte. Und 2 Meter. 2,50 Meter. Du hast auch hier, ne? Mhm. 2,50, okay. Dann machen wir jetzt Patricks Zimmer. Das ist jetzt eigentlich auch schon ziemlich gut leer, wie ihr sehen könnt. Das gesamte Holz ist schon weg, aber da muss noch viel, viel raus. Ja, wie man da sehen kann, noch einiges. Okay. Dann haben wir 1,70 Meter. 1,70 Meter. Und den Rest ist Fenster. Mhm. Also von hier ist Fenster. Habe ich hier, das ist Fenster. 65, 1,70. Okay. So, meine Lieben, ich habe mir jetzt noch einen Kaffee gemacht. Der Papa ist unten, der arbeitet natürlich weiter und
zeige euch währenddessen die Pläne der Kinderzimmer. Also das ist Michelles Zimmer. Wie ihr hier erkennen könnt, ist das die Treppe, die man quasi dann runtergeht. Und hier ganz oben haben wir euch ja gezeigt, da kommt der Schrank hin in diese Auskerbung. Der wird 1,67 breit sein und Tiefe von 74 cm. Ich muss auf jeden Fall schauen, was ich da so finde. Dann ist hier Michelles Bett. Wir haben uns für 1,40 m x 200 entschieden, also ein ganz normales Bett, so ein Doppelbett. Ja. Dann haben wir hier einen Nachttisch. Dann haben wir hier für die Michelle einen Sessel noch eingeplant, so eine Stehlampe, also die Standardsachen. Und hier, wo die Treppe ist, an dieser Wand kommt dann die TV-Bank. Dann hat die Michelle hier unten ihr Fenster und wir haben hier in die Ecke uns für den Schreibtisch entschieden und den Bürosessel. Den habe ich so skizziert. Cool, oder? Schaut aus wie ein Küken. Ja, auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall so im Groben Michelles Zimmer. Und dann kommen wir zu Patricks Zimmer. Das schaut nämlich so aus. Also bei Patrick ist es hier, also ist hier der Eingang. Dann ist hier unten der Schreibtisch, auch beim Fenster, auch mit dem Drehstuhl. Der Patrick möchte den Drehfußballtisch, der unten im Keller steht, den möchte er in seinem Zimmer haben. Deswegen habe ich den hier her skizziert. Dann an dieser großen Wand habe ich mir gedacht, dass wir die TV-Bank dann reingeben. Der Patrick möchte auch so einen Sessel haben. Ich habe den mit Absicht quasi neben die TV-Bank gegeben, weil ich glaube, weil der Patrick gemeint hat, er möchte sich den dann immer so davor drehen, weil der mag dann gerne hier sitzen und dann hier so zocken. Ja, das ist halt so sein Ding, dass er quasi davor sitzt. Und so macht er das auch jetzt aktuell in seinem jetzigen Zimmer. Dann haben wir hier Patricks Bett. Das ist auch ein 1,40 m x 200 Bett. Und sein Nachttisch. Und dann haben wir hier den Eingang zu seinem Ankleidezimmer. Da werden wir uns dann für Regale und sonstiges entscheiden, weil das bringt sich da nichts, da einen Schrank reinzustellen. Ne? Würde den ganzen Platz wegnehmen und eigentlich nur unnötig. Ja, deswegen bauen dann wir dort eigene Regale ein. Und jetzt geht es darum, dass ich die Möbel bestelle. Also wir haben ja einen groben so Umriss, wie wir das haben wollen. Und ja, machen wir das zusammen gleich. Jetzt geht's ran an den Speck. Meine Skizzen sind hier, mein Laptop. Und wir werden bei ottoversand.at gleich reinschauen, was es denn hier für schöne Möbel gibt. Da sind wir schon auf der Startseite. Wir gehen natürlich in den Bereich Wohnen. Wie ihr seht, ist der mega riesengroß. Also hier gibt es einfach alles. Alles, was man sich nur vorstellen kann. Möbel, Deko, Heimtextilien, oh mein Gott. Baumarktabteilung haben die auch. Also mega, mega cool. Aber wir fangen mal mit den Möbeln an, würde ich mal sagen. Wir brauchen ja zwei Betten. Zwei TV-Bänke, zwei Nachttische, zwei Sessel, zwei Schreibtische, alles fast in Doppelpack. Ja, schauen wir mal. Also, wo fangen wir an? Ich würde mal sagen bei den Betten, oder? Ich glaube, das ist so irgendwie das Größte und das sollte irgendwie als erstes, also so mache ich das halt jetzt, denke ich mir so, wenn das Größte schon mal steht, dann hat man schon mal, ja, das Größte schon erledigt. Da kann man jetzt gucken. Und die Auswahl ist ja riesengroß, wie ihr sehen könnt. Ich meine, hallo, ich habe hier weiß eingegeben und wie viele Seiten habe ich hier? Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist krass. Okay, also wie ihr seht, habe ich hier eine große Auswahl und ich werde mich jetzt hier so ein bisschen durchscrollen. Auf jeden Fall mega schöne Betten. Mir schießen schon ein paar ins Auge. Da geht es dann einfach nur mehr um die detaillierte Geschmack, weil anbieten tun die alles hier. Ne? Wenn man jetzt viel Budget hat oder eher weniger Budget, das finde ich cool. Also, dass er wirklich so eine große Brandbreite ist, ob man jetzt eher so Luxusartikel shoppen möchte oder eher was fürs kleine Budget, da findet man was. Egal, finde ich cool. Was ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr schon ganz ungeduldig seid und jetzt schon vorab wissen möchtet, welche Möbel es denn geworden sind, dann schaut einfach in der Infobox. Dort gibt es nämlich eine Landingpage und dort kommt ihr zu den Möbeln. Zu allen. Da könnt ihr schon alle Möbel sehen, die ich jetzt hier auswähle. Ist das nicht spannend? Oh mein Gott, wir können zaubern. Nein, aber wie gesagt, unten in der Infobox draufklicken, da kommt ihr zu meiner Landingpage von Otto Versand und da seht ihr schon alle Möbel, die es dann geworden sind. Und ich werde jetzt in der Zwischenzeit auf jeden Fall ein bisschen mich hier weiter umschauen. So, meine Lieben, nicht wundern, ich habe mich umgesetzt, weil ich näher an der Steckdose sitzen muss wegen meinem Laptop. Auf alle Fälle bin ich mit den Großmöbeln schon alle hier fast fertig. Also die sind schon alle in meinem Warenkorb und da wollte ich euch zeigen, was es echt Cooles gibt.
Vor allem hier bei den Betten ist mir aufgefallen und beim Sideboard, dass ihr Zusatzoptionen dazu bestellen könnt, wie zum Beispiel Altmöbelmitnahme, was ich super finde, oder Aufbau von den Möbeln, also richtig cool. Diese Dienstleistung wird euch hier extra angeboten, könnt ihr nehmen, müsst ihr aber nicht. Und dann gibt es hier noch so Langzeitgarantien, die könnt ihr euch auch extra dazu buchen. Und ich habe das mit der Garantie ein bisschen anders gelöst, denn es gibt nämlich eine Zusatzoption bei Otto, die habe ich auf jeden Fall für mich gewählt, und zwar Otto Up. Die kostet 20 Euro einmalig, also einmalig 20 Euro, und ihr habt dann ein ganzes Jahr lang gratis Lieferung. Das ist super praktisch, gerade bei Möbeln, die zu verschiedenen Lieferzeiten bei euch eintreffen, dass ihr nicht jedes Mal die Speditionskosten zahlen müsst, zahlt ihr einmal 20 Euro und ihr habt dann quasi kostenfreie Lieferung. Und das wird sich auf jeden Fall in unserem Fall rentieren, weil wir natürlich mehrere Sachen, größere Sachen, kleinere Sachen bestellen, und dass ich hier nicht jedes Mal die Versandkosten bezahle, zahle ich einmal die 20 Euro und habe aber noch zusätzlich ein Jahr Zusatzgarantie auf meine Produkte. Habe exklusive Rabatte, Gutscheine und Aktionen. Richtig cool. Auf jeden Fall Otto Up kann ich euch wirklich empfehlen, falls ihr auch jetzt ein gesamtes Kinderzimmer oder euer gesamtes Wohnzimmer oder was auch immer einrichtet und ihr verschiedene Sachen zugeliefert bekommt, dann auf jeden Fall Otto Up auswählen. Es kostet nicht viel und ihr habt auf jeden Fall einen mega Vorteil dadurch. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Mein Warenkorb ist schon fast fertig. So ein paar Sachen fehlen mir noch, so wie Teppiche, Dekosachen. Also ein paar kleine Deko-Elemente, das fehlt mir noch. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon fast durch. Ihr braucht dann aber, wie gesagt, nur mehr unten in die Infobox reinklicken. Dann könnt ihr zur Landingpage schauen, da seht ihr alles. Also dann seht ihr meinen gesamten Warenkorb und könnt ein bisschen durchstöbern. So, meine Lieben, die Möbelbestellung ist schon längst durch. Wir haben jetzt auch schon gegessen in der Zwischenzeit, wie man vielleicht am Tisch erkennen kann. Und das habe ich jetzt nicht mehr mitgevloggt, weil die Jungs so hungrig waren. Das war jetzt ein kleines Massaker sozusagen. Ja, und die Möbelbestellung ist auf jeden Fall durch. Ihr könnt da unten in die Infobox reinklicken zur Landingpage. Da könnt ihr sehen, was wir jetzt alles gewählt haben. Und ja, somit ist schon mal eine große Aufgabe erledigt. Ich freue mich, dass ich zumindest jetzt einmal die Möbel bestellt habe. Und jetzt werden sie so nach und nach zu uns eintrudeln. Wenn sie dann aber vollständig alle da sind, werde ich sie euch dann zeigen. Somit seid auf jeden Fall gespannt. Ich werde sie natürlich dann alle... Was ist denn? Mein Baby ist da. Hallo, Luisa. Hast du eine Katze? Sie ist ja süß. Ja, wenn die ganzen Sachen dann da sind, werde ich sie euch zeigen und werde ich natürlich dann mitnehmen beim Möbelaufbau. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon mega. Und ich werde jetzt auf jeden Fall die Küche ein bisschen aufräumen und dann den Abend mit den Kindern verbringen. Und werde mich aber auch jetzt hier mit vom Vlog verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss! Thank you.